Isotope werden immer in Verhältnissen dargestellt. Manchmal heißt es so ein bisschen, weil Verhältnisse besser gemessen werden können. Das ist aber so nicht richtig, denn es werden nie Verhältnisse gemessen, sondern immer einzelne Isotope. Zum Beispiel Eisen 56 wird auf einem Detektor im Gerät gemessen und auf dem zweiten Detektor wird Eisen 54 im Gerät gemessen. Zur gleichen Zeit, aber es wird kein Verhältnis gemessen, es wird anschließend berechnet. Manchmal werden die Isotope auch hintereinander gemessen, das hängt vom Isotopensystem ab, vom Maschinen-Setup und so weiter. Warum geben wir dann Verhältnisse an? Wir können es mal ein einfaches Beispiel überlegen. Wir haben zwei Gesteine, hier ein Gestein und das soll der Anteil Eisen im Gestein sein und ein zweites Gestein, das genau gleich viel Eisen hat und dann gibt es hier noch irgendwelche anderen Elemente drin, die restlichen Elemente. Und jetzt hat im einen Gestein gibt es dann so viel Eisen 56, im anderen Gestein so viel Eisen 56. Und wenn wir das dann messen, dann stellen wir fest, dass da unterschiedliche Gehalte an Eisen 56 gibt. Wenn wir aber ein drittes Gestein haben mit mehr Eisen, also die Gesamteisenkonzentration, das sind dann die restlichen Elemente, und dann mag vielleicht das hier der Anteil an Eisen 56 sein. Jetzt können wir den nicht mehr direkt vergleichen, weil auch Eisen mehr Eisen drin ist. Das heißt, wir müssen jetzt erst auf die Eisenkonzentration im Gestein umrechnen. Wir brauchen also irgendeine Referenz dafür. Und das fängt dann an, kompliziert zu werden und wird dann auch tatsächlich ungenau. Eine Referenz brauchen wir aber. Das ist ungefähr so, wenn man die Elementkonzentration von Gesteinen miteinander vergleicht, wird auch oftmals normalisiert auf ein Element, auf eine CI-Zusammensetzung und so weiter. Und so normiert man auch die Isotopenzusammensetzung eines Gesteins. Und da bietet sich an, bei Isotopen das auf ein anderes Isotop des gleichen Elements zu normalisieren. Und zum Beispiel bei Eisen könnte man sagen, wir schauen uns an, nicht Eisen 56, sondern Eisen 56 relativ zu Eisen 54. Und das können wir dann leicht vergleichen mit dem Verhältnis Eisen 56-54 in einem zweiten Gestein. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Probe, Probe 1 mit Eisen 56-54. Dann haben wir eine Probe 2 mit einem anderen Eisen 56-54. Dann haben wir eine Probe 3 mit noch einem Eisen 56-54. Und dann können wir anfangen, das lustig miteinander zu vergleichen. Und können wir sehen, gibt es da Unterschiede, völlig unabhängig davon, wie viel Eisen an sich im Gestein vorhanden ist. So ein Vergleich untereinander wird natürlich nicht besonders aussagekräftig sein oder man verliert sich dann ein bisschen, weil man nicht genau weiß, relativ zu was man anschaut. Deshalb schaut mich das Ganze natürlich relativ zu einem Standard an und vergleicht alle Proben relativ zu einem Standard und hat dann und kann dann sehr gut Aussagen machen über die unterschiedlichen Zusammensetzungen. Und genau das macht man dann auch. Also man hat hier ein Eisen 56-54 Verhältnis in einer Probe und das vergleicht man dann relativ zu einem Eisen 56-54 Verhältnis in einem Standard. Und wenn jetzt die Probe und der Standard exakt das gleiche Verhältnis haben, dann kommt hier natürlich 1 raus. Und wenn jetzt die Probe etwas höheres Verhältnis hat als der Standard, dann kommt ein Wert größer 1 raus. Und wenn die Probe ein kleineres Verhältnis hat als der Standard, kommt ein Wert kleiner 1 raus. Also wir haben immer Werte rund um 1. Die 1 selber macht aber keine besondere Aussage. Und wenn wir einen Bezugspunkt haben normalerweise, einen natürlichen Bezugspunkt, dann wählen wir natürlich lieber den 0. Da haben wir etwas größer 0, kleiner 0, gleich 0 oder sowas. Und so macht man es hier auch. Und um das auf 0 zu bekommen, zieht man hier 1 ab. Und wenn man hier 1 abzieht, wenn dann Probe und Stand gleich sind, kommt wieder 1 raus. Minus 1 gibt also 0. Wenn in der Probe das ein bisschen höher ist, dann hat man etwas größer 1, minus 1. Das heißt, das Ganze ist größer 0. Und wenn das kleine 1 ist, wird es dann damit kleiner 0. Und so hat man immer Werte rund um die 0. Jetzt sind Isotopenunterschiede im Verhältnis sehr gering. Also hier hat man Werte, 1 natürlich immer gleich. Wenn es größer 0 ist, dann ist es vielleicht 0,003. Wenn es kleiner 0 ist, ist es vielleicht minus 0,002. Also sehr kleine Werte. Hier aber noch was anderes. Hier steht minus 0,002. Und bei Isotopen ist es extrem hilfreich, wenn positive Werte auch mit dem Pluszeichen, ein Pluszeichen bekommen. Das macht die ganze Sache sehr viel lesbarer, weil man dann die Unterscheidung auch gerade in dem Fließtext sehr viel besser erkennen kann. Das sollte man immer machen. Jetzt hat man aber diese kleinen Zahlen. Die
die möchte man auch nicht haben. Und deshalb multipliziert man diesen gesamten Term hier noch mit einem Faktor C. Und dieser Faktor C, der könnte zum Beispiel sein 1000. Und in dem Fall nennt man das Ganze die Delta-Notation und schreibt dahinter Promill, weil es ja Teile von 1000 sind. C könnte auch sein 10.000 und dann wäre es die Epsilon-Notation. Jetzt gibt es kein Zeichen für ein Epsilon, kein Zeichen für Teile von 10.000, deshalb kommt dahinter gar nichts. Oder 10 könnte sein eine Million und dann würde es μ heißen und hier schreibt man dann ein ppm für Parts per Million. Im Fall von Eisen wäre das dann beispielsweise Delta und dann ist es immer sehr schön, wenn hier das Verhältnis steht, was hier auch in diesem Term drin steht, also dieses Verhältnis hier nicht einfach nur Delta. Also auch vor allem beides, dass man auch weiß, was die Referenz ist. Delta Eisen, sagen wir mal 1,03 und dann wäre es bei Delta Promill. Als Epsilon 5654 Eisen wäre das dann 10,3. Hier gibt es keine weitere Angabe. Bei einem μ würde es vielleicht nicht Sinn machen, hier mit so einer hohen Zahl zu multiplizieren, aber radiogenes Magnesium hat sehr kleine Werte, also sehr viele Nullen. Da macht es dann Sinn, da würde dann vielleicht sogar stehen mit 2,4 und dann würde hier in dem Fall ein ppm stehen. Das heißt, vor das Ganze hier würde in dem Fall jetzt noch hier hinkommen, dass 5654 Eisen ist gleich das hier. Und dann wäre aus dem C 1000, wenn das hier ein Delta wäre. Und die Notation, wie man es dann häufig sieht, ist also R Probe, R für Ratio, das ist also das hier oben, geteilt durch Ratio vom Standard, das ist das hier unten, minus 1 und das Ganze zum Beispiel mal 1000, wenn es die Delta-Notation wäre von A, B, die beiden Isotope von dem Element. Und das ist die Notation, wie wir sie kennen und wie sie sehr häufig dargestellt wird. Wichtig könnte man noch erwähnen, dass das erstmal nur eine reine Notation ist. Das macht keinerlei Aussagen über irgendwelche Fraktionierungen. Dafür muss man sich die Isotopenfraktionierung selbst angucken. Also man kann in einem 3-Isotopen-Plot mit Delta gegen Delta zum Beispiel hieraus nicht ableiten, wo die Punkte fallen. Und manchmal, wenn die Punkte hier auf irgendwelchen gebogenen Linien fallen, nimmt man auch nicht eine Delta, sondern eine linearisierte Form. Und in dieser linearisierten Form steckt dann in gewisser Weise schon ein Fraktionierungsgesetz drin. Dadurch bekommt man hier mehr lineare Abhängigkeiten rein. Die Delta-Notation selbst ist erstmal nur einfach nur eine Angabe, wie man es darstellt, enthält keine weitere Aussage. Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig, sich dabei bei dem Ganzen zu merken. Und das ist die Notation von Isotopenergebnissen.